Wir sind heute hier auf dem Schlachthofgelände mit Kommunalpolitik, Stadtpräsident, ich als Oberbürgermeisterin. Wir haben heute hier nochmal den Spaten in den Boden gerammt, weil es einen jetzt neuen Bauabschnitt hier gibt, den wir in der letzten Woche auch genehmigt haben. Und mit einer großen Förderung von über 1 Million Euro wird hier nochmal kräftig ausgebaut. Hier steht ein ziemlich geiles Street-Soccer-Feld mit Bandensystem, kleine Tore auf Asphalt, schöne 3-gegen-3-Turniere mit Flutlichtanlage, mit einer DJ-Kabine in einem Seekontainer, ein Basketballfeld für Street-Basketball mit 2 Korbanlagen, eine solche Basketball-Norm, also echt ein fettes Feld. Diese Rettungszufahrt, wo man Skaten und BMX fahren kann, wo Elemente sind, die zweckentfremdet werden sollen. Und eine Parkouranlage, Parkour und Calisthenics. Jetzt wird dieses Gelände noch mal mehr wachsen können und mit den Jugendlichen gemeinsam wird hier ausgebaut, damit das Gelände sozusagen ein noch größeres Areal bieten kann und vor allem noch weitere Angebote machen kann für die Kinder und Jugendlichen und auch für die Familie. Jetzt haben wir gute 3 Wochen Zeit, das Baufeld freizumachen. Das heißt, wir entfernen hier alle Container. Und dann werden hier bald die Bagger anrollen und werden Tatsachen schaffen. Also die nächsten Schritte haben ja schon begonnen. Wir haben ja Teile des Birkenwaldes abgeholzt, einfach um die Fläche herzurichten für die nächste Erweiterungsstufe, aber auch um Fläche zu schaffen für die Baustelleneinrichtung. Wenn das fertig ist, wird die Hauptbaustelle eingerichtet und dann arbeitet man sukzessive aus dem Unterboden hoch. Ziel ist immer noch, in diesem Jahr fertig zu werden, spätestens bis zur nächsten Butcher Jam 2023. Wir gucken nach vorne und wir wollen hier eigentlich noch einen 4. Bauabschnitt. Sagen wir auch mal ganz offensiv. Hier ist noch Platz und wenn wir, das ist so unsere Haltung, wenn wir Flensburg weiter nach vorne bringen wollen, dann machen wir hier weiter. Ich habe mich sehr gefreut über die Worte, die Herr Dillmann gerade beim Spatenstich so offenkundig rausgehauen hat, dass er an der 4. Erweiterungsstufe arbeitet. Das hat mich insofern gefreut, weil ich mir überlegt hatte, dass ich Herrn Dillmann eigentlich nochmal greifen müsste, um mit ihm einen Termin genau zu diesem Thema zu vereinbaren. Wir haben auch gewisse Vorstellungen, wie man den 4. Bauabschnitt hinkriegen kann, gerade auch mit den beiden denkmalgeschützten Bestandsgebäuden. Und ich bin mir sicher, wenn wir uns zusammensetzen, wird da eine gute Idee bei entstehen. Das Schlachthofgelände ist deshalb so förderungswürdig, weil es natürlich vielen Kindern und Jugendlichen hier eine Heimat bietet. Es geht um Demokratiebildung. Also es geht nicht in erster Linie um Skateboarding, BMX, Street Soccer, Basketball oder irgendwas anderes. Es geht darum, junge Menschen zu erreichen, Kinder und Jugendliche, und mit diesen jungen Menschen einfach Freiraum gestalten. Sodass junge Menschen merken, dass, wenn sie sich einbringen, dass sie auch Zukunft gestalten können. Sport, Jugendhilfe, Tourismus, große internationale Wettbewerbe finden hier mittlerweile statt. Und deswegen ist diese Institution in Flensburg einfach nicht mehr wegzudenken.